So, seit wir zurück zu Massive Effect, heute machen wir mal die Mission auf Lessos und untersuchen die Asari-Kolonie. Mal schauen, was uns hier erwarten wird. So. Ja, warum Mass Effect? Da muss man nicht viel labern, da wird schon viel gelabert. Und, ja, ich habe momentan so ein bisschen Schluckbeschwerden. Und ja, da kommen ja so Spiele ganz gut, wo man halt, ja, die anderen mehr labern lassen kann und man halt sich so ein bisschen aufs Spielgeschehen konzentriert. So, wir nehmen Kaidan und James mit. Kaidan nehmen wir gerade zum ersten Mal mit. Und bremsen zu trainieren. Ist nämlich neu im Team. Er ist nämlich neu im Team. Der gute Kaidan. So, aber erstmal wir. Ja, stärker charismatischer. Klingt nicht schlecht. Ja. Klingt gut. Damit sind wir jetzt Kampfmeister. Das wäre also voll. Bei Kaidan, das auf jeden Fall, das klingt gut. Ja. Klingt auch ganz gut. Okay. Möchten das? Das klingt nice. Deswegen nehme ich das auch. Oh ja, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und bei ihm? Was nehmen wir denn bei ihm? Hier mal ein bisschen was. Erstmal Defense natürlich. Gut. Bin ich mal gespannt. Gibt's Informationen über die Mission, Liara? Das Asari-Oberkommando hat uns viel verschwiegen. Es geht um ein Ardat-Yakshi-Kloster. Ardat-Yakshi? Wie Morin? Geschickt, um das Notsignal des Klosters zu untersuchen. Verbesserte Biotik, was? Toll. Was ist unsere Strategie? Falls die Gefahr besteht, dass die Ardat Yakshi entkommen, sollten die Soldatinnen das Kloster säubern. Säubern? Also zerstören? Genau dazu hatten sie schweren Sprengstoff dabei, ja. Morinth war gefährlich, aber sind die Ardat Yakshi so eine Bedrohung? Morinth kam gerade erst in Fahrt. Yakshi hinterlassen astronomische Opferzahlen. Das Oberkommando wird erst ruhen, wenn der Ort zerstört ist. Es würde keine einzige freie Ardat Yakshi riskieren. Keine voreiligen Schlüsse. Vielleicht kam das Notsignal von
den Adat Yakshi. Wenn wir den Ort für die Asari zerstören, will ich wissen, was passiert ist. In Ordnung. Sobald wir dem Oberkommando Bericht erstatten, endet das sinnlose Töten. Okay, mal sehen, was hier passiert ist. Und wer jetzt welches Notsignal gesendet hat? War der Yakshi? Oder vielleicht wer anders? Auf jeden Fall sieht das sehr imposant aus hier. Was haben wir denn noch? Draußen ist mal nichts weiter. Dann mal rein in die gute Stube. Kein Fahrstuhl. Tja, es wird zu Fuß gehen. Oh je, das ist schon ein bisschen creepy hier, in dem Kloster. Haben Sie das gehört? Wachsam bleiben. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe was gehört. Ich bin gestolpert. Tut mir leid. Ah, das ist bestimmt für eine Quest noch wichtig. Da vorne geht's bestimmt weiter. Was haben wir hier? Zum Teufel ist hier passiert. Da vorne sehe ich noch was, wo das Tür wohl reinkommen sind. Nee. Mir gefallen die Geräusche gar nicht. Okay, ein Plan? Mit einem eingetragenen Navi-Punkt für eine Bombe. In der großen Halle. Die Asari mochten diesen Ort wohl nicht. Adat Yakshi oder nicht, eine Evakuierung hätte viele Leben gerettet. Wenn es keine Überlebenden gibt, zünden wir die Bombe in der großen Halle. Oh yeah, die Reaper also. Was wollen die hier? Was haben die Reaper hier verloren? Bestimmt nichts Gutes. Okay, das ist das Kloster. Warum sind Sie hier? Ich kenne das Kloster gut.
Meine Töchter leben hier und ich suche nach ihnen. Nur ihre Entschlossenheit kann uns retten, Shepard. Wir haben ihre andere Adat Yakshi-Tochter gejagt. Sind die hier genauso gefährlich? Falair und Rila haben die Klosterregeln seit ihrer Ankunft strikt befolgt. Sie haben keinerlei Hang zur Gewalttätigkeit. Und sie sind hier, um sie zu retten? Ich habe die Verantwortung für sie. Und das gilt auch, wenn gerade unsere Galaxie zusammenbricht. Gehen wir zusammen. Vielleicht wissen ihre Töchter, warum die Reaper angegriffen haben. Sie haben sicher viel zu erzählen. Ich habe sie seit Jahrhunderten nicht gesehen. Die Zeit wird knapp. Wir sehen uns wieder. Ich lenke diese Kreaturen ab. Halt! Gehen wir. Na, kennt ihr Samara noch von Mass Effect 2? Da sie überlebt hat. Okay, ja, wir kennen ja Samara jetzt von Mass Effect 2. Und wir haben wieder ein Quest-Item bekommen. Klasse. Warum sind die Reaper so weit gekommen, nur mein Kloster zu zerlegen? Im Endeffekt werden sie überall einfallen. Schon, aber warum sind Asari-Nonnen ein Ziel mit Priorität? Gute Frage. Das sieht so nach einem Gefecht aus. Das sieht so gewaltig nach einem Gefecht aus. Was ist das? ETF? Hey, wer bist du? Warum du bist du? Bist verdammt schnell. Und hast Biotikkräfte. Brandmunition? Bringt was. Was war das denn? Okay, das war krass. Da kommt noch mehr Ärger. Kannibalen, Banshees, ganze Menge Feinde hier. Na, das klingt doch nach ziemlich viel Action. Wir kämpfen jetzt gegen Reaper Asari? Zum Glück muss Liara das nicht mit ansehen. Definitiv. Definitiv. Muss ich das nicht mit ansehen? Oh yeah. Mutter, du bist da.
Ich kam, sobald ich konnte. Shepard, das ist Falair, meine Jüngste. Sie und ihre Schwester Rila sind Adat Yakshi. Sie... Mutter, Sie haben Rila! Was? Einige von diesen Kreaturen haben sie in die große Halle geschleppt. Ich wollte dorthin. Was machen die Reaper hier? Sie ernten uns. Sie verwandeln uns in... das da. Monster. Bitte, das darf mit Rila nicht passieren. Die Asari dachten, die Adat Yakshi wären an dem Angriff schuld. Aber wir leben hier. Die meisten von uns sind gerne hier. In diesem Kloster können Adat Yakshi Frieden finden. Falair sagt die Wahrheit, Shepard. Ich bürge für sie, voller Stolz. Dann müssen wir uns beeilen. In der großen Halle liegt eine Bombe. Eine Bombe? Wollen Sie denn niemanden retten? Wir versuchen es, aber dieser Ort muss weichen, Falair. Sie klingen wie die Soldatinnen. Und die haben niemandem geholfen. Falair? Tut mir leid. Falair! Die große Halle. Sie sucht nach Rila. Wir treffen uns dort. Bitte schnell. Etwas unfair, weil du fliegen kannst. Ich wiederum nicht. Aber naja. Die Elite-Soldatinnen haben auf ihrem Weg hierdurch wirklich ganze Arbeit geleistet. Sie wollten es in die Luft sprengen. Irgendwie schade. Es scheint hier mal ganz schön gewesen zu sein. Glaube ich auch, James. Kai dann. Ach nee, war doch James. Jafar, hier ist Galen. Ich habe den extra den Zugriff gesperrt. Die Schüler sollen nicht wegen dieser Reaper-Gerüchte in Panik geraten. Dennoch könnte es nicht schaden, unsere Vorräte zu überprüfen. Bitte bringen Sie mir vor dem Abendgebet eine Inventarliste. Ich kontaktiere später noch Tessia, um nachzufragen, weshalb die Asari in den Krieg ziehen. Gehen Sie in Frieden. Okay. Also, oder war mal Asari, diese Viecher? Deswegen sind die so schnell. Eine von Samaras Tochter war ja mal ein Boss gewesen. Der war verdammt hart. Ich müsste meine Rüstung heute upgraden. Ich habe ja einiges bekommen. Danke. Haben wir noch irgendwo was? Da ist die Halle. Ist noch hier? Ah. Ich mach das mal weg. Na, was mache ich denn? Falsche Taste. So. So. Ich hol vielleicht noch was. Klingt nach Ärger. Und das sieht auch aus nach Ärger. Wow. Ah.
Ein Asari-Monster! Ein ziemlich starkes Asari-Monster. Genannt Banshee. Okay, nicht zu nah rankommen. Denn die Banshees scheinen verdammt gefährlich zu sein. Haben ein bisschen was von Sirenen. Alter Schwede, sind die schnell. Hau alles drauf, was geht. Holy shit. Die sind schon saugefährlich. Die Banshees. Okay, weiter geht's. Hier lebt da noch einer. Da unten. Come on. Okay, da ist noch ein Kannibale. Ha! Weggenatzt. Wo ist der andere? Ach, da hinten. Kavams! Du bist zersprungen. Gut, Leute, ich würde sagen, es geht im nächsten Part von Mass Effect 3 genau hier weiter. Bis dann. Tschüss.